Sports. Liebe Fußballfreunde, ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu dieser Partie. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein Division Rivals Spiel. City gegen die Krakens. Klar, wenn du mit so einer Siegesserie im Rücken aufläufst, dann hat es jeder Gegner schwer. Aber ich denke, diese Aufgabe heute, die wird nicht leicht. Vardy. Jetzt Thiago Alcantara. Schön abgeblockt. Timo Werner. Aubameyang! Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Flanke kommt in die Mitte. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Robert Pires muss man heute ganz besonders im Auge behalten. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen wollen. Sie verlieren hier den Ball. Kai Havertz. Da kommt die Flanke. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Junge, war das knapp. Ja, da können sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren sie doch noch zur Stelle. Ein Pass mit viel Auge. Joao Cancelo. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Aubameyang verliert den Ball. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Salah. Jetzt Roberto Baggio. Shaw. Fabinho jetzt. Ruhiger Aufbau, aber sie ziehen clever ihr Spiel auf. Vielleicht gelingt jetzt die Führung. Luke Shaw. Thiago. Havertz. Nee, drüber. Boah, war das knapp. Da hat nicht viel gefehlt. Da wird er unter Druck gesetzt. Jetzt Roberto Baggio.
City in der Offensive. Pierre-Emerick Aubameyang. Das Tor durch Aubameyang. City ist vorne, weiter geht's. Havertz. Starke Szene, er holt sich den Ball. Jetzt Aubameyang. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Kai Havertz. Die Kragens kommen. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles. Tore sind wichtiger. Havertz. Da muss er hin und holt sich den Ball. Gut dazwischen gegangen. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Oh, stark gemacht, aber der Ball ist so heiß. Abseits. Abseits. Da kommt der Pfiff. Unerbittlich. Szene beendet. Gefahr bereinigt. Das hätte auch leicht anders ausgehen können. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Robert Pires. Kommt jetzt die Flanke. Anspiel kommt gut. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Mohamed Salah am Ball. Ein super Trick und der klappt auch noch. Jetzt Aubameyang. Super Szene von Areola. Er geht in den Strafraum. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Super Trick und dann ist er vorbei. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für Sie. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Die Krakens kommen. Thiago jetzt. Kai Havertz. Jetzt hat er den Ball. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Der Kopfball war richtig gefährlich. Aber ganz, ganz stark gehalten. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2-2. Die Pause ist zu Ende und wir freuen uns auf die zweite Spielhälfte. Bislang hat sich City hier eine Führung erspielt. Werner. Gute Chance. Glanzparade gehalten. Ecke kommt in den 16er. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Da können sie kontern. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Ganz energischer Einsatz. Vardy. Gute Balleroberung hier. Robert Pires. Bastian Schweinsteiger am Ball. Da ist der Ball weg. Thiago war das.
Kai Havertz. Wieder so ein Ballverlust. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. Es war kein gutes Spiel heute. Konsequenz ist nun diese Auswechslung. Tja, war nicht zu übersehen, hat eigentlich nie richtig reingefunden in dieses Spiel. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Kein Tor in der Szene, die Fans fassen es nicht und ich glaube, er selber kann es auch nicht fassen. Ja, da ist Platz jetzt. Das ist die Chance jetzt. Sensationelles Tor. Was für eine Szene. Was für ein Highlight. Also wir sind alle sprachlos. Der Kerl da unten darf sich zurecht feiern lassen. 2-1. Hier ist noch alles drin. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Havertz. Alisson. Ah, da ist der Ball weg. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Werner. Nun Gündogan. Da ist Havertz. Die Krakens kommen. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Salah. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Flanke wird geblockt von Thiago. Daniel Malen. So, was machen Sie draus? Gut verteidigt. Timo Werner. Da geht er natürlich hervorragend dazwischen. Wichtig. Pass von Gündogan kommt da nicht an. Vorne jetzt die Balleroberung. Nicht gut gemacht da im Zweikampf. Gibt abseits, ist klar, aber das müssen Sie eigentlich sehen. Ah, das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein guter Pass. Sauber vom Ball getrennt hier. Mohamed Salah am Ball. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Joao Cancelo. Stones. Havertz. Schweinsteiger macht zu. Und jetzt sollen die Spieler früh auf den Ballführenden draufgehen. Könnte gefährlich werden, wenn sie hoch steht. Einmal nicht aufgepasst, dann kommt der Konter. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Den hätte er klasse. Und das könnte der Sieg für sie sein. Und lange geht's nicht mehr und sie bleiben weiter mit einem Tor vorn. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Und er geht nicht rein. Spitze, wie er den gehalten hat. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen. Bouchit, das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so, immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten. Die kannst du dir in so einem Spiel nicht... Wichtig, den Ball hat er sicher. Roberto Baggio. Weg ist der Ball. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Da gewinnt er den Zweikampf. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi.
Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Pass kommt nicht an. Ganz kurze Nachspielzeit nur. Eine Minute gibt es hier zusätzlich. Schlusspfiff. Dieses Spiel endet also mit einer Niederlage für die Gäste. Sie müssen sich hier also am Ende mit diesem... Willkommen zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir übertragen für Sie heute eine Division Rivals Partie. Die Krakens gegen die Blades. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Ruben Dias. Maguire hat ihn. Alexander Zinchenko. Kein einfacher Ball, kann ihn nicht stoppen, gibt Einwurf. Joao Cancelo. Und hier wird es Einwurf geben. Kai Havertz. Keine gute Aktion, schlecht verteidigt. Hereingabe in die Mitte. Oh, Pech! Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel, ein super Kopfball, macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Ball ist weg. Joao Cancelo. Fabinho. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Frühes Tor. Immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es gibt Einwurf. Harry Kane. Vielleicht der Ausgleich. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Havertz.
Jamie Vardy. Havertz. Fabinho am Ball. Ja, ja, ich glaube, das könnte eine Karte nach sich ziehen. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Saint-Maximin. Harry Kane. Guter Versuch. Was für ein Schuss! Was für ein Traumtor! Da packt er einfach mal einen aus. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Vardy. Joao Cancelo. Jetzt sind sie am Ball. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Ball bei Kane. Gabriel Jesus. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Kai Havertz. Der Ball von Fabinho wird abgefangen.